Hallo, heute ist es soweit. Ich habe es euch versprochen. Heute spiele ich mit euch, für euch, Dead Island. Wir gucken mal, ob das Spiel wirklich gerechtfertigt eine schlechte Bewertung bekommen hat. Ja oder nein? Wir gucken einfach mal rein. Ich will keine großen Reden schwingen. Ich bin ein riesengroßer Zombie-Fan. Ich habe mich seit dem Trailer oder seit den ersten Entwicklerfotos so auf das Spiel gefreut. Ich habe es vorbestellt. Ich habe es jetzt hier aktuell in meiner PlayStation liegen, nur für euch. Und wir springen direkt ins Video. Habt Spaß damit. Haut rein. Bis gleich. So, da sind wir auch schon. Ich habe mal Dead Island gestartet. Das ist jetzt auch erstmal ein Let's Play, wo ich mich selbst auch mal ein bisschen hier mit meinen technischen Möglichkeiten vertraut mache. Also vergebt mir ein bisschen, wenn der Ton nicht so gut sein sollte. Ja, das scheint wohl hier das Intro zu sein. Wir spielen übrigens die Version aus Österreich Uncut. Also in Englisch mit deutschen Untertiteln, so wie es aussieht. That go bump in the night. Whoa. Voodoo, bitch. Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Voodoo, voodoo, bitch. Let's go. Okay, handful of fingertips, toss them up like a confetti. Stay full of corpse bitches, I'm a pimp of the dead. Come fuck with a zombie, put a snake in your head. Die sieht schon mal aus wie ein Zombie. Ich sag von vornherein, es kann sein, ich bin ein Zockerweibchen, welches gerne mal schimpft, also schickt sich eigentlich nicht für eine Dame, aber vergebt mir, ich bin in Videospielen recht impulsiv. Excuse me, lady. Are you okay? Can you hear me? Joa, die sieht nicht so aus, als könnte die dich hören. Ja, ich glaube, so wie ich mich befinde, bin ich nicht ganz in Ordnung. Oh, Alkohol und Tablettenarznei. So, war tatsächlich ein Intro. Drücke die Starttaste, na dann wollen wir doch mal. Ich nehme übrigens auf mit einer Fantech externen Festplatte mit Aufnahmefunktion. Momentan geht das nicht anders. Ich kann nicht in HD aufnehmen. Momentan noch nicht. Mal gucken, ob ich das demnächst kann. So. Okay, hell-dunkel einstellen. Also ich sehe da jetzt nicht wirklich Unterschied. Aber ich spiele es gerne ein bisschen heller, weil ich es hasse, einfach nur richtig dunkle Bildschirme zu haben und nicht zu wissen, wo ich hin muss oder so. Bestes Beispiel Doom 3. Mit der scheiß Taschenlampe, das hat mich so angenervt. So, Spielen, Optionen, Extras. Was haben wir denn unter Optionen? Jo, bla bla bla. Ach komm, wir starten das Ding einfach mal. Mehr als ablosen kann ich nicht. Neues Spiel. Okay, wir können Charakter auswählen. Logan, Wurfexperte. Gesundheit 100, Geschwindigkeit 100, Ausdauer 80. Purna, Feuerwaffenexpertin. Xiang, Expertin für scharfe Waffen. Und Sushi. The Zambi, wow, hier, The Zambi. Experte für stumpfe Waffen.
Hohe Gewalt. Oh, oh, oh. Also es sind alle hier, komm, den nimmer. Er sieht ansehnlich aus, er hat Tattoos und scheint ein ausgeglichener Charakter zu sein von den Funktionen her. Oh man. I used to be on top of the world, brother. All pro quarterback, 4 years running. Voted the sexiest Texan in 2004. Yeah, man, I beat out Dennis Quaid and Matthew McConaughey for Christ's sake. Yeah, so I drank a few beers now and then, popped occasional pill. That's nothing compared to what the team quacks you shoot me up with just so I could play. Da erzählt er ein bisschen was von sich. The pain, you know what I'm saying? My biggest vice was speed. No, not meth, buddy. Adrenaline. I blew every penny I had on the fastest car. Oh, ich nehme ja nur Speed, kein Meth. So you know, I'm a damn good driver. Speed ist nicht ganz so schlimm wie Meth, ne? Ist schon klar. That poor girl still be alive. That's right. That's right. It's his goddamn fault. I shattered my leg in 6 goddamn places. So I had a few drinks in me. So what the fuck? I drive drunk better than I do sober anyway. Of course, couldn't play worse shit after that. After I got out of jail, I canned my ass. I violated the morals clause on my goddamn contract. Junge, laberst du noch lange? Weil sonst drücke ich dich einfach mal weg. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen wollt. Deswegen lasse ich es einfach laufen. Ich hätte es schon längst unterbrochen. That's why they wanted me to promote their blood drive here. So lange Intros finde ich auch richtig scheiße, um ehrlich zu sein. Ich will eigentlich gleich loslegen. Logan Carter is no goddamn douchebag. Douchebag. So, jetzt hat er sich aufgewabbelt. Neues Spiel. Prolog, raus aus den Federn. Ja, dann spielen wir doch mal einen Prolog. Das ist wahrscheinlich ganz gut, um einen Blick zu haben. Das Edge-Magazin, ich glaube, es war das Edge-Magazin, hat das Spiel übrigens ganz schön zerrissen. Ich glaube, 2 von 10 Punkten hat das Edge-Magazin Dead Island gegeben. Und deswegen filme ich das jetzt heute mal oder spiele das mit euch, damit ihr euch mal einen ersten Eindruck machen könnt. Lohnt sich das nicht? Okay. So, gesteuert wird hier mit dem linken Analogstick laufen. Mit dem rechten kann ich mich umsehen. L1 macht noch nichts. L2, da trete ich. R1 schlagen. Er hat auch wohl irgendeine Anzeige, okay. Gut. R2. So eine Art Waffenrad. Da habe ich jetzt noch nichts außer meinen Fäusten. Oben rechts $0. Okay, kann man wohl Geld sammeln. Dann noch meine Fäuste, wahrscheinlich über die aktuell ausgewählte Waffe. Und links, das wird wahrscheinlich meine Gesundheit sein. Wie gesagt, ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Ich habe noch gar keine Ahnung, was mich hier erwartet. Ja. Ich spiele einfach mal drauf los. X, okay, springen. Viereck macht er jetzt noch gar nichts. Dreieck auch nicht. Kreis macht er auch nichts. Ajo, spielen wir mal drauf los. Ich denke mal, wir kriegen das noch irgendwie gesagt, was wir hier zu tun haben oder was auch nicht. Ich untersuche gerne mal alles. Ah, das war da hier das Intro, was wir eben gesehen haben hier. In seinem Hotelzimmer? Sieht nach einem Hotelzimmer aus. Sind wir dann gelandet. So. Was haben wir denn hier noch? Ah, es ist immer gut, sich umzugucken. Dann nehmen wir nämlich doch gleich mal ein Medikit mit. Wie ich es auswähle, weiß ich noch nicht. Okay. Haben wir gespült? Hier, ne? Ist nicht Duke Nukem. Kann ich nichts machen. Okay, let's kick some ass. Unten der Radar zeigt uns wohl auch, dass wir hier rein müssen. Okay, die Viereck-Taste scheint eine Aktionstaste zu sein. Chaos-Ouvertüre. Suche die Nottreppe. This is Hotel Emergency.
Ja, da unten zeigt es mir eigentlich an, ich soll in die andere Richtung. Das ist mir aber jetzt gerade mal egal, weil ich mich hier gerne umgucke. Kann ich nichts machen? Guck mal, die haben sich lieb. Ist das nicht süß? Öffnen. Passiert nichts. Ja, die haben Spaß gehabt, würde ich sagen. Warum zur Hölle ist das hier so schwummerig? Seht ihr das auch? Entweder muss das so sein oder es ist ein Bug. Keine Ahnung. Hier noch ein Koffer. $9. Da können wir uns ein iPhone kaufen. Waffen verbessern. Okay, dazu brauchen wir also die Kohle. Okay, du kannst nützliche Gegenstände suchen, finden. $8. 25. Ja, in solchen Zeiten kann man ruhig mal plündern. $6. Okay, ein Deo, ich weiß zwar nicht wozu. Okay, Waffen modifizieren. Okay, wir haben eine Taschenlampe. Nix. Noch nicht mal ein Spiegel an der Wand, aber hier, eine Geldbörse. Toll. Habe ich das jetzt genommen? Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie viel wir aufnehmen können. Aber das werden wir ja alles sehen. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Feuerzeuggas, okay. Ja, wieso soll ich denn die Taschenlampe ein- und ausschalten? Das ist doch hell hier drinne. Rechter Stick. Ah, jawohl. Ich muss also in diesen roten Balken reinkommen. Wow, bin ich gut. Es klappt schon mal scheiße hier. Ja, kann ich jetzt schon ein Urteil über die Grafik abgeben? Standard, würde ich sagen. Something good in here? Nichts Tolles, aber auch nicht schlecht. Der Trailer war ja sehr vielversprechend. Das sah ja obergeil aus. Ich weiß nicht, ob ihr den Trailer gesehen habt mit den dieser rückwärts laufende Trailer sozusagen, wo das Mädel durch die Glasscheibe fliegt. Das war saugeil gemacht mit diesen ganzen Glassplittern etc. Ach Leute, hier, ich will hier nicht irgendein Käseis sammeln. Ich nehme mal alles mit. Mal gucken, was passiert. Okay. Ich dachte jetzt, ich habe vielleicht ein Menü, wenn ich jetzt Start drücke. So ein Inventar oder so. Habe ich aber nicht. Drück mal Select. Ah, okay. Hier hat man sowas ähnliches wie ein Inventar. Eine Karte. Okay. Quest. Was ich machen muss. Ja. Suche die Nottreppe. Inventar. Hier haben wir es doch, das Inventar.